Es gab da eine Anfrage zu einem Vergleich von einem Skalarprodukt von dem Vektor ABC mit sich selber, streng genommen euklidisches Skalarprodukt, und mit entsprechend der Länge des Vektors, also der Betrag eines Vektors ist ja gleich dann die Länge eines Vektors, wie die im Verhältnis stehen. Wer jetzt hier fragt, warum stehen hier auf jeder Seite zwei Striche? Vielleicht seht ihr auch mal auf jeder Seite nur einen Strich. Macht streng genommen keinen Sinn bei Vektoren, kommt aber häufig vor. Damit ist gemeint, Betrag eines Vektors gleich die Länge eines Vektors. Und wenn ihr die Vokabeln dann jetzt abruft, dann würde ich ja hier erstmal hinschreiben, das wäre a Quadrat, ne? A mal a plus b mal b ist b Quadrat plus c Quadrat. Um zu vergleichen, bestimme ich dann hier, was heißt bestimme ich, sondern schreibe ich mit dem, was mir möglich ist, hier jetzt ausgeschriebenerweise hin, das wäre Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat plus c Quadrat. Jetzt vergleiche ich die miteinander, könnte das von zwei Seiten aus machen. Ich könnte jetzt sagen, das ist ja nicht genau gleich dem, sondern das Skalarprodukt ist gleich hier im Verhältnis gesetzt die Länge des Vektors zum Quadrat, dann wird es passen. Oder andersrum, plus a plus c Quadrat und hier wieder hingemurmelt. So, dann könnte ich auch sagen, ich hoffe, man sieht es, die Länge oder der Betrag des Vektors ist gleich von dem gebildeten Skalarprodukt von dem Vektor mit sich selber daraus die Wurzel. Ja? Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber von den beiden Seiten könnte man rangehen. Also wenn ihr dann mal so eine Aufgabe habt, wenn ihr vergleichen müsst, ins Verhältnis setzen müsst, da stehen jetzt erstmal zwei Sachen, dann ruft erstmal die Vokabeln ab, spielt ein bisschen rum und guckt, ob ihr dann was erkennt. Und dann kann man irgendwie das Ganze irgendwie so, sollte man es erkennen, wie man es ins Verhältnis da setzen kann oder wie da die Beziehung zueinander ist.